jetzt die angekündigte Kurve. Fliegen Sie eine weite Linkskurve, bis unser Kurs bei 270 Grad liegt. Das ist genau Richtung Westen. Gehen wir die Checkliste nach dem Start durch. Fahrwerk? Eingefahren. Gehen Sie auf 6000 Fuß in den Horizontalflug und verringern Sie den Schub auf ungefähr 60% N1. Auf diese Weise sollten wir eine Geschwindigkeit von etwa 250 Knoten erreichen. Klappen? Eingefahren. Die Reiseflughöhe für diesen kurzen Flug ist ziemlich gering. Fliegen Sie also nicht schneller als 250 Knoten und lassen Sie die Landescheinwerfer eingeschaltet. Das ist bei Flügen unter 10.000 Fuß die standardmäßige Vorgehensweise. Schub? 80% N1 für den Steigflug eingestellt. Checkliste nach dem Start abgeschlossen. Orbit 526, übernehmen Sie die Navigation. Wir übernehmen die Navigation, Orbit 526. Okay, wir wurden angewiesen, die Navigation zu übernehmen. Das bedeutet, dass wir vom Fluglotsen keine Radarführung mehr erhalten und dem eingereichten Flugplan folgen. Die im Flugplan festgelegte Route führt uns zur Warteposition für den Anflug auf Landebahn 2-3 in Glasgow. Das ist die zurzeit aktive Landebahn. Sie können zu diesem Punkt mit dem Einsatzkompass navigieren oder Sie folgen dem Flugplan in der Navigationsanzeige auf der Seite Karte. Die rosa Linie zeigt die Route an, der Sie folgen müssen. Orbit 526, rufen Sie die Anflugkontrolle in Glasgow unter 119,1. Orbit 526, schalten um. Danke. Glasgow Anflug, Orbit 526, bei Ihnen. Orbit 526, Anflug Glasgow, guten Morgen.
Verringern Sie die Geschwindigkeit auf 210 Knoten. Erwarten Sie Radarführung für den Sichtanflug auf Landebahn 23 in Glasgow. Höhe Glasgow 2992. Verlangsamen auf 210 Knoten und erwarten Sichtkontakt mit Landebahn 23, Orbit 526. Reduzieren Sie den Schub auf 50% N1. Korrigieren Sie anschließend den Schub, um eine Geschwindigkeit von 210 Knoten zu halten. Aufgrund des günstigen Wetters wird uns der Fluglotse an der Landebahn ausrichten und Freigabe für einen Sichtanflug auf den Flughafen geben, sobald die Landebahn in Sicht ist. Orbit 526, sinken Sie und halten Sie 3000 Fuß. Sinken und halten 3000 Fuß, Orbit 526. In Ordnung, wir haben Freigabe zum Sinken auf 3000 Fuß. Verringern Sie den Schub auf Leerlauf und sinken Sie, indem Sie den Steuerknüppel leicht nach vorne schieben. Senken Sie die Nase auf 7 Grad nach unten, um beim Sinken eine Geschwindigkeit von 210 Knoten zu halten. Sichtanflug, Orbit 526.